Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Mit mir im Studio ist wieder Christine Otto, später unter anderem mit dem DFB-Pokal. Voller Emotionen. Guten Abend. Ja, heute sind wieder starke Nerven gefragt. Schauen wir gemeinsam auf die Themen. Chaostage bei der Bahn. Wegen des Warnstreiks der Lokführer fahren die Züge bis morgen Abend nur im Notfahrplan. Im Süden wegen Schnee teilweise gar nicht. Krankschreibung per Telefon. Ab sofort müssen Patienten mit leichten Symptomen nicht mehr in die Praxis kommen. Das hilft auch bei der aktuellen Erkältungswelle. Und Annäherung unter Erzfeinden. Nach Jahren des Streits wollen Griechenland und die Türkei ihre Beziehungen verbessern. Wieder ein Warnstreik der Lokführer. Wieder fährt so gut wie nichts, zumindest im Süden, wo noch immer die Folgen des Schneechaos nachwirken. Seit einer Stunde wird der Güterverkehr bestreikt, ab 22 Uhr dann der Personenverkehr. Es sind harte Zeiten für Bahnfahrende, aber immerhin ist es für dieses Jahr der letzte Lokführerstreik. Über den Ausstand und die Reaktionen Hans-Jürgen Piel. Rangierbahnhof Maschen bei Hamburg. Seit einer Stunde bewegt sich hier nur noch wenig. Streik der Lokführergewerkschaft. Seit 18 Uhr will die den DB-Güterverkehr und ab 22 Uhr auch den Personenverkehr deutschlandweit lahmlegen, bis in den späten Freitagabend hinein. Der Streik ist unverhältnismäßig, er ist unnötig und er ist vor allem unverantwortlich. Man hätte ja auch die U-Abstimmung abwarten können. So aber werden wiederum ausgerechnet in der Adventszeit die Fahrpläne von Millionen, die Reisepläne von Millionen Fahrgästen durcheinandergebracht. Die Tarifrunde ist festgefahren. Vor drei Wochen hatte die GDL das Scheitern der Verhandlungen erklärt und eine U-Abstimmung über unbefristete Streiks gestartet. Knackpunkt ist vor allem die geforderte 35-Stunden-Woche für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Dieses Thema sieht der Bahnvorstand als nicht verhandelbar. Es fehle an zusätzlichem Personal. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft die Bahn jetzt dazu zwingen, auch darüber zu sprechen und Verständnis bei Bahnkunden. Ich habe Verständnis gehabt, aber irgendwie ist jetzt die Geduld am Ende. Ich finde, jetzt ist es ein bisschen überzogen und in dieser Zeit ist es natürlich doch für sehr viele sehr schwierig geworden. Immerhin, nach GDL-Angaben sollen die Weihnachtstage und der Jahreswechsel streikfrei bleiben. Es ist für dieses Jahr der letzte Arbeitskampf und wir werden am 19. Dezember die Urabstimmung auszählen. Und dann werden wir bis zum 7. Januar keine Arbeitskämpfe durchführen. Aber anschließend wird es länger und heftiger sein. Die Deutsche Bahn will versuchen, morgen einen Notfahrplan aufrechtzuerhalten. Dann wollen wir nachfragen bei Stefanie Hein für uns am Berliner Hauptbahnhof. Stefanie, wie viel Stillstand gibt es und wie hat man sich darauf eingestellt? Ja, die Bahn hat ja heute den ganzen Tag schon gewarnt. Man sollte, wann immer man kann, heute so früh wie möglich fahren und im besten Falle schon 18 Uhr da sein, wo man hin will. Denn schon jetzt ist klar, es gibt verschiedene Züge, bei denen jetzt schon ganz sicher ist, dass sie ihr Ziel nicht erreichen, dass sie statt nach Frankfurt nur noch nach Kassel oder statt nach Bonn nur noch bis Hannover kommen. Die Bahn will 20% ihres Fernverkehrs aufrechterhalten und will die Züge, die dafür dann geplant sind, jetzt auch nach und nach in die Informationsnetze einspeisen. Und sie sagen aber auch jetzt schon, in diesen 20% aller Fernverkehrszüge, da werden längst nicht alle Menschen mitkommen, die das tatsächlich haben wollen. Das wird mit Sicherheit nicht einfach. Wie das direkt für den Regionalverkehr aussehen wird, das ist noch nicht klar. Ganz besonders in Bayern, da ist es ja sowieso noch schwierig. Und am Freitag wird gestreikt, am Sonnabend werden die Züge also langsam wieder dahingestellt, wo sie hin sollen. Und am Sonntag ist dann der Fahrplanwechsel. Wer dieses Wochenende unterwegs sein will, der braucht wahrscheinlich starke Nerven. Vielen Dank, Stefanie, nach Berlin. Jetzt zum Haushaltsstreit. Da hat die SPD-Bundestagsfraktion jetzt eingestanden, dass der Haushalt 2024 nicht mehr bis zum Jahresende verabschiedet werden kann. Man hofft aber auf eine gemeinsame Verabredung in der Koalition auch noch vor Weihnachten. Das sagte Generalsekretär Kühnert beim Presserundgang vor dem SPD-Parteitag, der morgen beginnt. Man wolle aufs Tempo drücken, aber keine schlechten Kompromisse eingehen. Wir gehen zu Diana Zimmermann nach Berlin. Diana, also die SPD macht öffentlich, womit die meisten schon rechneten. Was bedeutet das jetzt?
Das bedeutet, dass das Jahr 2024 mit einem vorläufigen Haushalt starten wird, einfach weil es jetzt unmöglich ist, noch alle parlamentarischen Schritte zu gehen vor Ende des Jahres für einen regulären Haushalt. Ein vorläufiger Haushalt ist erstmal kein Drama. Alle notwendigen Ausgaben werden weiter getätigt, alle Sozialleistungen werden gezahlt. Aber es bedeutet eben Unsicherheit, vor allen Dingen für Unternehmen, die auf Kredite oder Fördersummen vom Bund angewiesen sind. Dramatisch ist der Ansehensverlust der Ampel. Die drei Koalitionsspitzen können sich offensichtlich immer noch nicht einigen, wie sie das Geld auftreiben wollen. Sie reden weiter über Steuererhöhungen, über Einsparungen und so hören wir auch über die Erklärung einer Notfallsituation, Begründung der Krieg in der Ukraine. Morgen Nachmittag wird hier weiter verhandelt. Am Samstag muss dann der Kanzler seine Grundsatzrede auf dem SPD-Parteitag halten. Und da wird angesichts dieser Krise und der schlechten Umfragewerte der SPD der Jubel wohl nicht besonders groß sein. Diana, vielen Dank für deine Einschätzung. Aktuell gibt es einen relativ hohen Krankenstand in Deutschland. Da ist es für viele eine gute Nachricht, dass eine Krankschreibung wie in schlimmen Corona-Jahren künftig auch wieder telefonisch möglich ist. So wurde das heute beschlossen. Warum Ärzte das begrüßen, Arbeitgeber eher nicht und was generell beachtet werden sollte, dazu Roman Leskova. Bei Wolfgang Kreischer geben sich derzeit die Patienten die Klinke in die Hand. Viele hat die aktuelle Infektionswelle erwischt. In der Pandemie war die Krankschreibung telefonisch möglich. Seit dem Frühjahr aber müssen die Patienten wieder in die Praxis. Sehr zum Ärger des Hausarztes. Sprechzimmer wurden wieder voller, die Arbeitsbelastung wurde größer und die Effektivität hat abgenommen. Weil es geht ja nur darum, solche Menschen dann auch krank zu schreiben und aus dem Verkehr zu ziehen. Die Ärzteverbände machten Druck, um die telefonische Krankschreibung dauerhaft einzuführen, mit Erfolg. Heute gab der gemeinsame Bundesausschuss die Details bekannt. Maximal 5 Tage dürfen Mediziner per Telefon krankschreiben. Beim Patienten dürfen keine schweren Symptome vorliegen und er muss in der Praxis bereits bekannt sein. Eine Verpflichtung des Arztes besteht allerdings nicht. Es gibt kein Anrecht der Patientinnen und der Patienten auf eine telefonische Krankschreibung, sondern das ist die Entscheidung der Ärztin, des Arztes. Der Arbeitgeberverband kritisiert die Neuregelung, die zu mehr Krankschreibungen führen könnte. Dass die telefonische Krankschreibung missbraucht werde, glauben Ärztevertreter allerdings nicht. Die Menschen können sich jetzt nicht von einer Praxis zur anderen durchtelefonieren. Sie müssen zu ihrer hausärztlichen Praxis gehen. Und da ist durch die Bindung natürlich auch diese Form von Kontrolle da, die sich die Arbeitgeber an der Stelle wünschen. So sind also Ärzte wie Wolfgang Kreischer künftig gefordert, Vorbehalte gegenüber der telefonischen Krankschreibung auszuräumen. Mal angenommen, Sie wollen ein Auto auf Raten kaufen oder eine Wohnung mieten, dann wird die andere Seite mit Sicherheit Ihren Schufa-Score abfragen, um zu sehen, wie kreditwürdig Sie sind. Schufa, ja, das ist eine private Auskunftei. Das Unternehmen, das sammelt Daten über nahezu jedermann, etwa zu Bankkonten, Leasingverträgen oder Krediten. Und errechnet dann daraus automatisch einen Zuverlässigkeitsscore von 0 bis 100%. Und jetzt eine entscheidende Frage. Dürfen Banken oder Vermieter allein aufgrund dieses Scores Kunden ablehnen? Nein, sagte heute der Europäische Gerichtshof. Christoph Schneider. Wer den Stromanbieter wechseln oder einen Handyvertrag abschließen will, der kommt an der Schufa meist nicht vorbei. Sie hat Daten von rund 68 Millionen Menschen. Mit diesen Daten wird durch mathematisch-statistische Verfahren ein Wahrscheinlichkeitswert ermittelt, der sogenannte Score-Wert. Dieser bestimmt, wie kreditwürdig man ist, wichtig zum Beispiel für Banken. Doch der Europäische Gerichtshof entscheidet, dieser Score-Wert verstößt gegen die Datenschutzgrundverordnung. Das Scoring ist nach der Datenschutzgrundverordnung grundsätzlich verboten, sofern der Abschluss eines Vertrags, wie etwa die Gewährung eines Kredits, maßgeblich von dem Score-Wert abhängt. Die Schufa kann mit der Entscheidung leben, sieht sich richtig aufgestellt. Die ganz überragende Mehrheit unserer Kunden hat uns rückgemeldet, dass der Schufa-Score zwar wichtig ist, aber eben nicht maßgeblich für die Kreditentscheidung. Eine Möglichkeit, das zu überprüfen, hat der Verbraucher allerdings nicht. Grundsätzlich ist es verboten, die Entscheidung über die Vergabe eines Kredits oder Vertrags maßgeblich vom Schufa-Score abhängig zu machen. Aber von diesem Grundsatz kann es Ausnahmen geben. Und genau das müssen nun deutsche Gerichte prüfen. Das heißt, die Richtung auf europäischer Ebene ist klar. Sie muss jetzt aber noch von deutschen Gerichten umgesetzt werden. Verbraucherschützer fordern schon lange mehr Klarheit von der Schufa, hoffen auf ein neues Gesetz.
Aus unserer Sicht wäre es wichtig, dass dieses Urteil jetzt für den Gesetzgeber der Anstoß ist, neue Transparenzregelungen auf den Weg zu bringen. Nach der Luxemburger Entscheidung will die zuständige Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke Regelungen für eine bessere Transparenz beim Scoring zeitnah prüfen. Vor genau 2 Monaten hat die Terrororganisation Hamas Israel überfallen und ein Massaker verübt. Seitdem herrscht Krieg, seitdem immer wieder schwere Gefechte, wie aktuell im südlichen Gazastreifen. Auch Khan Yunis wurde weiter angegriffen. Israels Militär meldet, die Stadt sei eingekesselt. Man habe mehrere Hamas-Terroristen getötet und Dutzende Terrorziele angegriffen. Nach internationaler Kritik an den humanitären Folgen will Israel die Einfuhr von mehr Treibstoff und mehr Hilfslieferungen erlauben. Ja, 2 Monate nach dem Angriff der Hamas auf Israel gibt es auch immer mehr Details zum Vorgehen der Terroristen. Die Auswertung des Überfalls, die zeigt, es wurde offenbar systematisch sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen angewendet. Jetzt ermittelt auch die UNO. Henriette de Maizière berichtet. Bilder, die so ungeheuerlich sind, dass wir nur Ausgewählte zeigen können. Augenzeugen, deren Erzählungen den Schrecken erahnen lassen. Die ganze Zeit, die wir hier in der Kuhle versteckt lagen, haben wir Mädchen gehört. Wir haben gehört, wie die Täter sich um die Frauen gestritten haben. Ich hörte auch, wie sie um die Genugtuung stritten, wer wen zuerst umbringt. Die jüdische Religion gebietet eine rasche Beerdigung. Für genaue Ermittlungsarbeit blieb kaum Zeit. Beweise für Vergewaltigungen mit den Opfern oft begraben. Unsere Kriminalbeamten, die sich die Opfer ansahen, während sie Fingerabdrücke und DNA aufnahmen, sahen das. Sie sahen Enthauptungen, Verstümmelung, sie sahen Schüsse, sie sahen Nahschüsse und sie sahen die Fesseln. Das Schänden von Frauenkörpern als Kriegswaffe. Eine junge Frau, die als Geisel genommen wird, mit sichtbaren Verletzungen. Die Last der Bilder erdrückend, doch unzeigbar. Die Hamas-Terroristen hatten Bodykameras bei sich, die sie vorbereitet hatten, und sie filmten alle ihre Gräueltaten, die sie begingen, sogar in Echtzeit. Sie gingen so weit, dies in die Social-Media-Accounts ihrer Opfer zu übertragen und posteten alles. Kriege haben viele Schlachtfelder und werden allzu oft auch auf den Körpern von Frauen ausgetragen. In diesen Tagen feiern die Juden eines ihrer wichtigsten Feste, das Lichterfest Chanukka. An der Feier vor dem Brandenburger Tor nahm zum ersten Mal auch Bundeskanzler Scholz teil. Das Fest dauert 8 Tage. Gläubigen treffen sich nach Einbruch der Dunkelheit vor allem mit der Familie und Freunden und zünden die Lichter am Chanukka-Leuchter an. Mehr als 4 Jahre ist es her, dass sich die Spitzenvertreter Chinas und der EU persönlich trafen. Es gab also viel aufzuarbeiten beim EU-China-Gipfel in Peking. Laut EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gab es eine Annäherung in strittigen Handelsfragen. Auch das Thema Taiwan und die Haltung Chinas im Ukraine-Krieg wurden besprochen. Chinas Präsident Xi warnte die EU vor einem Konfrontationskurs gegenüber seinem Land. Und noch eine Annäherung in unruhigen Zeiten. Griechenland und die Türkei. Lange Erzrivalen wollen ihre Beziehungen offenbar verbessern. Seit Jahrzehnten streiten die beiden NATO-Länder über Bodenschätze im östlichen Mittelmeer und um die Hoheitsrechte in der Ägäis. Aber auch über die illegale Migration zehntausender Syrer und Afghanen. Die kommen über die Türkei nach Griechenland und dann in die EU. Und nicht nur bei diesem Thema scheint sich etwas zu bewegen. Mehr erfahren wir von Annette Hilsenbeck. Es ist ein ungewohnt freundlicher Handschlag, den Griechenlands Premierminister Mitsotakis und der türkische Präsident Erdogan austauschen. Und das nach jahrelangen Anfeindungen und Drohungen. Eine Entspannung, die im Februar begann, als Griechenland der Türkei beim Erdbeben zur Hilfe eilte. Wir wollen die Ägäis in ein Meer des Friedens und der Kooperation verwandeln. Als Türkei und Griechenland wollen wir mit unseren Schritten ein Beispiel für die ganze Welt sein.
Es geht um engere wirtschaftliche Zusammenarbeit und um einen neuen Impuls beim Thema Migration. In der Migrationsfrage haben wir den entscheidenden Rückgang der Migrationsströme in der letzten Zeit festgestellt. Ich möchte hinzufügen, auch aufgrund der stark verbesserten Kooperation der Polizei, der Hafenpolizei und der Küstenwache beider Länder. Und diese Zusammenarbeit kann und muss noch weiter verbessert werden. Tatsächlich drängt das Thema Migration wieder. In den letzten 3 Jahren war zwar die Zahl der Bootsankünfte auf den griechischen Inseln zurückgegangen, doch seit dem Sommer ist etwa auf Lesbos das Übergangslager mit über 4000 Menschen wieder voll. Und in der Bevölkerung wächst der Widerstand dagegen, erneut eine große Zahl von Migranten zu schultern. Die türkisch-griechische Kooperation soll nun den Schutz der Seegrenzen verstärken. Präsident Erdogan wird von einer solchen Vereinbarung profitieren. Mitsotakis will die Türkei beim EU-Beitritt unterstützen und sich für eine erleichterte Visavergabe für Türken stark machen. So, jetzt sind wir beim Sport und bei Christine. Frust und Freude im DFB-Pokal und da waren es nur noch 3 Erstligisten. Ja, ist wirklich eine neue Dimension seit 20 Jahren und alle Pokalgewinner der letzten 25 Jahre sind schon raus. Darunter Borussia Dortmund nach dem enttäuschenden 0:2 in Stuttgart. Der BVB entfernt sich immer weiter vom eigenen Anspruch. Der VfB bestätigt dagegen seine verheißungsvolle Form. Während Stuttgart nach prächtiger Leistung vom Pokalsieg träumen darf, muss Dortmund dringend etwas ändern. So kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Wir sind Dortmund, da muss mehr kommen. Mehr als ein Abseitstor, diesen Schuss von Sabitzer bringt der BVB nicht zustande. Ganz anders das Team von Sebastian Hoeneß. Die hochüberlegenen Stuttgarter mit großartigem Pressing und filigranen Kombinationen. Guirassys Führungstreffer in der 54. Minute, längst überfällig. Der Fairness halber sei erwähnt, dass nicht nur Marius Wolf verletzt ausschied, sondern auch Moukoko, Sabitzer und kurz vor Abpfiff auch noch Riason. Ob Dortmund jedoch mit ihnen den 2:0-Siegtreffer Stuttgarts durch Silas verhindert hätte, darf angesichts der mageren Gesamtleistung des BVB durchaus bezweifelt werden. Stuttgart einfach klar besser. Ja, 4 Heimsiege am 2. Achtelfinalabend. Alle Tore, alle Spiele bei uns im Internet auf ZDF heute und in der ZDF heute App. Darunter auch die Erfolge des Ligaspitzenreiters Leverkusen und von Hertha BSC sowie der nächste Coup des Drittligisten aus Saarbrücken als Pokalschreck. Erst die Bayern, jetzt Frankfurt. Saarbrücken hat wieder eine Sensation geschafft, ist wieder einen Schritt weiter. Grandios. Einfach schönes Erlebnis, wieder gegen den Bundesligisten gewonnen zu haben. Frankfurt spielt kaum Torchancen heraus. Drittligist Saarbrücken dagegen ist nicht zu bremsen. Wie in der 64. Minute. Kai Brünker trifft aus 11 Metern. Keine Chance für Trapp. In der 78. Minute ist es an Luca Kerber, der reaktionsschnell den Sieg festzog. Das 2:0, die Entscheidung. Saarbrücken damit im Viertelfinale. Und der DFB hat nun bestätigt, kleinen Moment noch, Nia Künzer wird ab 1.1. neue Sportdirektorin bei den Direktorin bei den Frauen. Wie? Rudi Völler bei den Männern. Sorry fürs Unterbrechen. Dankeschön, Christine. So, ab Mitternacht wird von Westen wieder gefährlich glatt. Dazu und weitere Aussichten gleich mit Katja Hornefer. Ab 22 Uhr empfehle ich das Heute-Journal mit Anne Gellinek. Schönen Dank fürs Interesse. Machen Sie sich's gemütlich und noch einen schönen Abend. Guten Abend. Westlich von Großbritannien hat sich heute das Tief Udo eingekringelt und das bringt Regen mit. Wenn dieser Regen auf den gefrorenen Boden fällt, dann wird es spiegelglatt. Das geht in der zweiten Nachthälfte los und pünktlich zum Berufsverkehr sollten Sie also mit Eisregen im Emsland, im Rhein-Main-Gebiet und im Schwarzwald rechnen. Im Osten bekommen Sie davon noch nichts mit. Da ist es mal mehr, mal weniger stark bewölkt, auch mal klar oder neblig. Die Temperaturen sinken zumeist in den Frost. Am kältesten wird sie Richtung Chiemgau mit minus 11 Grad. Im Westen macht sich schon die etwas mildere Luft bemerkbar mit plus 1 Grad am Niederrhein. Schnee, Schneeregen und Glatteisregen ziehen dann morgen im Laufe des Tages weiter ostwärts. Und besonders gefährlich glatt durch Eisregen wird es morgen wahrscheinlich in Teilen von Hessen, Thüringen und Bayern. Im Westen fällt dann nur noch Regen und westlich des Rheins lässt der dann auch schon nach und dort wird es mild. Da steigen die Temperaturen morgen auf 6 bis 8 Grad. Die Frostluft hält sich noch in Ostbayern bei minus 1 oder minus 2 Grad. Und in den nächsten Tagen geht es wechselhaft windig und mild weiter. Am Montag liegen die Höchsttemperaturen bei 6 bis 13 Grad.
Guten Abend.